Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu World of Warcraft Dragonflight mit Salome und Dragomir. Hi. Und wir wollen jetzt mal das Multiplayer da ausprobieren. Genau, willkommen beim Rennen der Ebenen von Unara. Dies ist ein Mehrspielerrennen und wir werden starten, sobald sich genug Teilnehmer eingetragen haben. Ich würde sagen, wir drücken bei 3 drauf. Ich habe eins, zwei, drei. Aufgegeben. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh! Und ist das nur zu dritt? Nur 3. Nee, ich glaube, da wartet noch auf. Oh! Und jetzt? Und du? Versammelt Rennteilnehmer. Ich kann mich nicht bewegen. Nee. Ich auch nicht. Ich denke mal, startet nach einer gewissen Zeit, ob da nun noch jemand dazugekommen ist oder nicht. Oh, das kann sein. Ja, wenn man nur einmal gegeneinander antreten, ist ja auch geil. Ja. Ritual ist kein Verlieren. Alle Reiter für das Rennen wurden ausgewählt. Ich glaube, wir sind wirklich nur zu dritt. Rennstart in 5. 4. Oh. Ich sehe nichts da. Da. Miau. Oh Gott, ich komme nicht vorwärts. Nein. Oh, das ist mies. Ich kann's knicken. Ich komme nicht mal weiter. Tschüss, ne? Ich habe auch keine Aufladung mehr. Boah, das ist ja ätzend. Ja, tschüss. Ich warte so lang. Ich schwebe nur. Victor wurde aus dem Rennen genommen. Ja, ich warte dann mal hier. Wie dumm ist das denn? Ich kam ja noch nicht mal weit. Dragomir wird gewinnen. Ich komme nämlich nicht mehr weiter. Und Landung. Ist das bescheuert? Man muss diese grünen Dinger einsammeln. Das ist keine Zeit. Ja, sondern, das habe ich ja. Aber es hat halt einfach trotzdem nicht gereicht. Ich kam mir noch nicht mal über den ersten Berg rüber. Da kommt sie! Das... Was? Das... Die zweite Runde hat begonnen! What the fuck? Ja gut, okay, ne? Wir sehen uns nächstes Jahr, wenn das Rennen vorbei ist, ne? Ich gehe dabei mal Erz holen. Pü. Ich habe eh sonst nichts zu tun. Vielleicht sollte man diese Multiplayer-Rennen machen, wenn man voll ausgerüstet ist. Bei dem Drachen. Ja. Weißt du, wenn man hier die vollen 6 Punkte und sowas hat, weißt du? Wäre definitiv sinnvoller. Ja. Ich glaube, ansonsten macht das nicht wirklich Sinn. Dann ist das wahrscheinlich echt hart. Ich komme nicht da hoch. Oh, das tut mir aber leid. Tschüss. Soll ich dich abholen? Ich habe noch 2 Punkte. Okay, warte. Danke. Bitte. Oh je, hier ist kein Grüni mehr. Tschüss. Also ich glaube, da braucht man definitiv die vollen 6 Punkte. Weil ansonsten hast du das echt schwer. Fit. Ah, oh, okay. Oh, da komme ich nicht hoch. Ah, nein! Nein! Nein, spring! Quietsch, quietsch, quietsch! Nein, spring! Quietsch, quietsch, quietsch! Ach, Kacke! Oh, nee, ich war so gut! Wir warten. Oh, Mann. Wir warten, bis unser Drache ausgerüstet ist. Nee, komplett. Oh, Mann! Nee, denk jetzt nicht ich dran! Ich war gut am Ende! Ja, und dann kam wahrscheinlich sowieso noch eine dritte Runde. Wir sind nein, da stand doch letzte Runde. Ach so, okay. Tja, Pech. Oh, wie mich das jetzt ärgert. Wir machen das später nochmal. Aber was lernen, das ist ein Buch. Oh, ich bin aggressiv jetzt. Och, Mann, ey. Och, Mann. Oh, das ärgert mich jetzt richtig übel, ey. Kann ich gut verstehen. Oh.
Ich gehe mal hier meinen Drache ein bisschen ändern. Ich habe ja noch mal ein bisschen was bekommen. Ach ja, stimmt. Wurde das schon automatisch ein... Nee, das habe ich auch noch... Ach, das ist vom Veluzi-Drache. Den haben wir noch gar nicht. Da, 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 da. Ach, ich geh mal den Flugpunkt holen. Hier weg. Es wird eine Revanche geben. Einfach nur hier weg. Ihr sucht doch etwas. Scheiße, was ist gerade. Das? Seid sicher. Jo. Fluchtpunkt will ich auch noch holen. Der Fluchtpunkt? Ja, der Fluchtpunkt. Drachenreitlehrerin. Unser Schwarm hat viel zu bieten. Ach, shit. Wir waren zu lange verstreut. Ach nein. Oh ja, Vollidiot, Alter. Bereit für ein Abenteuer? So, Riesenwildschäfchen zählen. Unsere Riesenwildschafe haben überlebt. Da hat Wunsch sich aber ein paar ausgiebige Krauler am Bauch verdient. Kümmert ihr euch darum? Ich kann mich ja nicht bewegen. Viel Glück. Bis dahin. Gewitter ziehen auf. Die Wälder sollten nun ein wenig sicherer sein. Vertraut Batu nimmt eure Anwesenheit nicht wahr. Er bleibt weiterhin sitzen, ohne das verletzte Bein zu belasten. Seine Augen sind geschlossen. Wow. Viel Glück. Verzweifelter Analyse. Batu murmelt mit geschlossenen Augen und verschränkten Armen vor sich hin. Na, natürlich muss es ausgerechnet ein Hirsch sein, der mich aufspießt. Jetzt bin ich nur eine weitere Person, die Hilfe braucht. Mein Bruder heimst den ganzen Ruhm ein und zu Hause wird das niemanden überraschen. Batu blickt auf. Was habt ihr da? Leuchtende Steine? Ja, ich kann mir einen davon anschauen, aber bringt den Rest zu jemand anderem. Ich bin Jäger, kein Archäologe. Batu schnaubt und starrt auf sein Bein. Vielleicht ist es ja Zeit. Mimose. Vielleicht ist es ja Zeit für einen Karrierewechsel. Na los, ihr habt euch als nützlicher erwiesen als ich. Bis dahin. Hier der Vogel noch? Ja. Vogel. Rocky drückt euch eine Nachricht in die Hand. Clan Shikar lädt euch zur großen Jagd ein. Trefft Trainer Frodrum auf der Ebene von Onara. Oh nein, das ist das Frodo. Da oben. Ich will diese Dailies nicht schon wieder machen. Ich will lieber die Story durchmachen. Wisst ihr etwas über diesen Splitter? Hi. Basan nimmt einen Splitter und schlägt ihn gegen ein Stück Eisen. Das ist hart. Ich könnte das anspitzen und für einen Speer verwenden. Er gibt den Splitter zurück und wischt sich seine Hände an seinen Lederschutz ab. Ich fasse das nicht gern an. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Verzeiht, mein Fachgebiet sind Lebensmittel. Ihr sagt, das ist in einem Tier gewachsen? Das ist wieder natürlich. Ich würde es verbrennen und vergraben. Möge euer Pfeil immer. So etwas habe ich weder auf all meinen Reisen gesehen, noch bei meinen vielen Reisenden. Das stammt ganz sicher nicht von diesen Eben. Da steht schon wieder die Watte. Batu schaut fassungslos auf sein Bein. Der Splitter hat sich tief ins Fleisch gebohrt und aus der Wunde strömt frisches Blut. Nun fort mit Warum euch. Tut er das? Batu steht ohne Probleme auf, als ob seine Verletzung verschwunden wäre. Ich habe mir den Splitter reingerammt. Nicht schmerzt mehr. Ich fühle mich gut. Blendend. Gewaltig. Oleg ist immer noch nicht zurück. Etwas stimmt nicht. Er hätte niemals ohne mich gehen sollen. Gebt Acht, wo ihr sucht. Oleg, okay. Da ist Erz, Erz, beeilt euch, da war schon jemand dran.
bin auf dem Flug. Schöner Hund. Ja, ne? Ja. Wird von einer coolen Socke gekriegt. Hat so von einer ganz coolen Sau gekriegt. Sau würde ich jetzt nicht sagen, aber Socke. Obacht! Puff! Was war das denn? Oleg ist tot. Nee, nicht ganz. Da ist noch Leben drin. Oh. Ja. Nein! Batu reißt den Splitter raus und schnappt nach Luft. Ich habe komplett die Kontrolle verloren. Oleg hatte recht. Diese schreckliche Magie muss das Werk der Primalisten sein. Haltet sie bitte auf. Ich muss meinen Bruder zurück ins Lager bringen. Vernichte die Primalisten. Das Aikischte. Aikischte. Immer da hinten. Ach, Mann. Bleib doch hier, Chrissy. Noch nicht die Kiste holen. Erst kämpfe. Wir sitzen alle im selben Boot. Auch du. Ne. Doch. Ich bin auf die Titanic und geh unter. Ja, tschüss, ne. Oh, ja, Traumschiff. Mega. Ratatatata. Gut gemacht. Voll. Hat dein Herr sich heute noch bei dir beschwert, dass die Kleine sich voll geschissen hat? Ja. Ja. Fassungslosigkeit macht sich breit. Wo ich mir dachte, jo, Junge, das habe ich fast einmal bis zwei, dreimal die Woche, wenn ich Pech habe. In der Kita. Nicht mit meinem eigenen Kind, sondern mit fremden Kindern. Also dann. Hier hoch, kurz. Warum? Achso. Eisen. Eisen, Popeisen. Anja, das kann so schnell mal passieren. Ne? Die können das dann einfach nicht einschätzen und dann, ups. Ja, und dann geht das halt in die Hose. Ja, vor allem, wenn man das vielleicht noch gewohnt ist, so mit Windel und so. Mhm. Ist immer schwierig. Und vor allem, wenn die Kleine dann sagt, ich bin doch nicht im Kindergarten. Ja. Unfassbar eigentlich, wie dreist. Ja. Ihr seid zurückgekehrt. Ich konnte die Zerstörung der Quelle bis hierher spüren. Nun fort mit euch. Ja. Oh, Fetch hier. Fernpassung. Ach, das war das, was du erzählt hast. Oh, ich kann es schwer nicht machen. Ich kotze. Was? Hä? Was? Moment. Hä? Ich probier. Was, großer Jagdtrupp? Muss grad neu laden. Oh nein. Großer Jagdtrupp, schließt euch den Clan Shikar auf einer großen Jagd an? 6 von 6 verbleibende Jagden, verfügbare Belohnungen, Jagdbeute der Maruk. Okay. Alter. Ist irgendwo ein Händler? Da. Ich war mit meinem eigenen Händler. Ich weiß, aber wenn hier einer steht, muss ich meinen ja nicht rufen. Beeilt euch mal, der Jagdtrupp ist noch da. Was? Vielleicht kommen wir da noch hin, bevor das zu Ende ist. Worum geht's? Wovon redest du? Keine Ahnung, deswegen sage ich ja, ich will da mal hin. Wir gucken, wo was denn? Ich habe mir einen Marker gesetzt, ihr müsst einfach nur mir nach. Okay. Warte, ich will... Wir wissen, was das ist. Wenn man mitreitet, steht oben neben dem Kompass, mitreiten. Ihr fühlt euch irgendwie anders. Ah, du bist die Randale. Yeah. Oh, hier ist auch ein Fragezeichen. Ja, entgeht mir ja. Nicht. Also dann. Auf der Jagd. Eure Unterstützung wird die kommenden Jagden bereichern. Bis dahin. Ja, letzi fetzi. Besiegt Gruppen. Ist das hier? Nee. Da, oder? Wo denn? Da ist auf jeden Fall was.
Oder? Hier ist ein Elite. Da ist, oh, da ist ein Rare da unten. Ja, genau. Aber ist das das? Ich glaube fast nicht. Ich glaube nicht, nee. Vielleicht müssen wir da bleiben. Oh, verdurstet ein Breithuf besiegt. Ich glaube, wir müssen hoch. Ich glaube, wir sind hier falsch. Verdurstet ein Breithuf? Ja, wenn man wüsste, wo das ist. Sieht man das irgendwo? Nö. Hä? Ich fürchte, ich kapiere nicht, was sie von mir wollen. Mir wird der Pfeil hier hin auf diesen Sonnenschuppen getüben. Ja, bei mir auch. Und hier ist sonst nichts. Kommt und jagt, weil ihr der Herausforderung gewachsen seid. Die Beute ist stark und unerbittlich. Komm her, ich bin... Erkburg. Oh, Alter, 2,5 Millionen. Boah, wir sind ja genug Leute. Oh Gott. Weg! Au! Boah, so schnell kam ich nicht weg. Ab, ey. What the fuck? Kannst du mich wiederbeleben? Ja, ich bin im Kampf. Kampf. Nicht. Ach, shit. Ja, oh, jetzt mach doch mal was, Alter. Oh nein. Weg, 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 weg! Ich will da weg. Alter, was? Ja, betäubt. Ach so, nee, du bist auch tot. Ja, sauber. Ich halte mich. Ah, jetzt bin ich auch tot. So schnell komme ich nicht weg. Ich war noch festgehalten. Bin auf dem Weg zurück, also alles gut. Ach, guck mal, der belebt mich wieder. Das ist halt. Weg, 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 weg. Komm schon, verrecke. Ja. Was hat diese Kreaturen verärgert? Oh. Ihr müsst sie abwehren, bevor sie Schaden anrichten können. Ich muss mich erstmal selber wieder heilen, bevor Schaden passiert. Oh, jetzt müssen wir da rüber. Worüber? Da hinten. Ich sehe die ganzen Dinger leider nicht. Ich aber. Hier müssen wir hin. Ich hab schon umgekippt. Ja. Ja, das besiegte Gruppen. Das ist kein Boss, das sind nur besiegte Gruppen. Ah. Noch nicht, ne? Nee, war keine Gruppe. Da. Cool, das ist. Unsere Jagdgefährten brauchen Hilfe. Findet sie und helft ihnen. Wo jetzt hin? Da hinten. Komm mit. Von 9 gefangene Bakar gerettet. Ja. Ach, die sind irgendwo unten. Die sind in irgendeiner Höhle drin. Ja, bestimmt hier. Ja. Hm? Ah, da. Oh, mehrere. Ja, ich wollte auch gerade dahin rennen. Da ist Erz. Erz. Alter, 7000.
Noch eine ist da hinten in der Ecke. Eine ist da vorne noch. Oh nein, da kommen noch mehr. Das hier doch für alle mit. Oder? Ja, ja, klar. Das zählt als komplette Gruppe. Alle, die wo hier mitarbeiten. Aber ich habe nur 6 von... Ja, weil, ja. Weil noch welche fehlen. Ganz cool. Alles gut. So, am Anfang unten fehlt noch einer. Mehrere. Ja, haben wir nicht gesehen. Nee, einer. Einer fehlt noch. Oh ja. Feindselige Kreaturen suchen diese Gegend heim. Dezimiert sie. Ja, jetzt müssen wir sie gerade nochmal bekämpfen. Ja, super. Oh, toll, ey. Ist das... Also manchmal, ne? Hätten sie zusammenschmeißen können. Ja, ja. Also manchmal. Naja, aber man muss ja noch rausgehen. Ach so, wir sind schon draußen. Hm. Das ist ja bescheuert. Denken sich jetzt wahrscheinlich gerade alle hier. Alle wieder zurück. So, wow. Danke für nichts. Aber selbst das gilt für alle, die hier drin sind, glaube ich. Ja, ja, klar, natürlich. Das wäre traurig, wenn es nicht so wäre. Das muss so sein, das geht ja gar nicht anders. Ja. Sonst kann man das hier ja nicht als Gruppending machen. Würde kein Schwein das machen. Nee. Ja, vor allem würden die anderen denjenigen sein, die Gegner als wegbomben. Das wäre ja auch kacke. Ja. Die Jagd beginnt. Wieder runter. Das Boss. Ziel wird euer Können testen. Was hier? Oh Gott. Oh Gott. Ja. Oh, eins, was du hast als Haustierchen, ja. Oh Gott. Oh. Vorsicht, 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 Vorsicht. Ah. Oh, da ist einer gestorben. Ah. Oh Gott. Okay, da konnte ich jetzt definitiv nichts heilen. Oh nee. Scheiße, ich bin betäubt. Bin tot. Der Heiler ist irgendwie so Last Survival, weißt du? Mhm. Kinder, aber wir sind nicht die Einzigen. Das Ende der Jagd. Kannst du mich beleben? Stoß ins Horn, um es den anderen Jägern mitzuteilen. Ja, Großjäger. Kannst du... Hast du gerade einen Hallo? Kannst du einen von uns wiederbeleben, warte, bitte? Ach ja, stimmt. Ich dachte, ihr wärt hergelaufen. Entschuldigung. Schneller. Ja. Wir müssen da hinterher. Eure Fähigkeiten beeindrucken mich. Dieses Land muss ich wieder erholen. Meine Späher suchen nach neuen Jagdgründen. Danke, ich hätte jetzt nämlich Chrissy wieder gewonnen. Neuen Herausforderungen. Quietsch, quietsch. Der hat kein Loot, ne? Haben wir jetzt nichts gekriegt dafür? Haben wir das verpasst? Habt ihr das nicht gekriegt jetzt? Ernsthaft? Oh, nicht dein jetzt? Scheiß Ernst, oder? Ach doch, ich habe erhaltene Gebäude der großen Jagd, hab ich bekommen. Oh, ja, ich auch. Oh, oh Gott sei Dank. Ich habe den Erfolg nicht bekommen. Boah. Ja, der Erfolg Großjäger, weil ihr das nicht lebendig abgeschlossen habt, sag ich mal. Ah, toll, ey. Naja, komm, ne? Wenigstens habt ihr die Beute gekriegt. Das ist wichtiger als der Erfolg. Naja, groß was Tolles war da jetzt nicht drin. Ja, aber mir ist, wenn ich die Wahl habe zwischen Erfolg und Beute, nehme ich lieber die Beute. Ganz ehrlich. Ja. War das ich hab eine Farbe bekommen. Aber nur für ein paar Jagdbegleiter. Hä? Ich habe jetzt gerade irgendwas gekriegt. Keine Ahnung, ich hatte nichts. Ja, ernsthaft? Huch. Weiß aber nicht was. Warte. Ja, das eine war wieder nur eine Kiste mit Vorräten und ich habe so Jagdtrophäen habe ich gekriegt. So Siegel zum Abgeben. Ach so. Ja, das war ein Viech. Hab ich das nicht bekommen? Na, es war fürs Viech. So. Ja, aber nur für so einen Hund. Ja. So, Rufe des Kriegers. Hier ist noch ein großer Jagdtrupp. Was? Wieder? Ah ja, da drüben auf der anderen Seite, ja. Ach, für die Maruk diesmal. Ja. Ach, jetzt verstehe ich. 6 von 6 verbleibende Jagden, das sind 6 Stufen, wo abgearbeitet werden. Und nicht von 1 bis 6, sondern von 6 bis 1. Können wir gerne machen, mir ist das egal. Ist noch der Rare. Der hat auch irgendwelche Drachendinger.
Ich glaube, ich muss zwischendrin landen. Was? Flusslieferung? Rettet dehydrierte Otuk-Jungen und bringt sie zum Fluss. Ach, ist das die... Ach, das ist die Jagd. Okay, ich war gerade verwirrt. Ja. Aus dem Weg, erwachsener Otuk, ich will dein Baby retten. Die Geräusche. Nee. Den muss ich einfach ins Wasser werfen, oder was? Ja, ins Wasser gehen und dann das Icon drücken, ja. Bitteschön. Du kleines, knuffiges. Knuff, knuff. Herzzerreißend. Ich schamelze vor Niedlichkeit. Das ist super süß. Ja. Hinten noch einer? Nee. Oh. Da ist noch einer. Die Kreaturen hier rasen vor Wut. Jetzt müssen wir hier rüber. Schnell. Ah. Wow. Ach komm, ernsthaft. Lass mich in Ruhe. Ich muss mir abtun hier. Kämpfen. Oh, gezählt. Oh. Danke. Glückwunsch. Gott, ich komme dem Kürschnen gar nicht nach. Ich liebe diese Ebene. Ja. Das Kürschner-Paradies schlechthin. Und das Jägerparadies. Otter hier umbringen. Oder wie? Da kommen die nächsten. Das sind Geier. Ah. Das ist nichts mit Ottern. Das sind Gruppen. Geh aus dem Weg da, Fettdrache. Dann kommen die nächsten. Ach, da hinten, ja. Ich sehe sie. Süße Geräusche von sich. Das ist einfach nur so niedlich. Ich will so einen als Jäger auf jeden Fall sehen. Das ist Gerissenheit, das ist noch nicht mal Wildheit. Mir doch egal. Ich habe da keinen mitgenommen. Mit Gerissenheit kann ich nichts anfangen. Mal sterbe ich nicht, das sag ich euch. Diesmal soll ich sterben. Ja. Ich hab den Erfolg schon. Dann solltet ihr am besten schön weit wegbleiben. Ja, definitiv. Zumindest für den Erfolg einmal überleben. Ja, ja, ja. Oh, da kommen die nächsten. Finde ich cool, was die sich hier haben einfallen lassen. Ja. Das ganze Gebiet hier. Ja, das ganze Gebiet hier, diese ganze Questreihe, das alles, haben sie echt gut gemacht. Ja, bisher mag ich die Ebene hier von den beiden ersten jetzt am meisten. Ich fand das erste eigentlich ganz cool. Die Jagd beginnt. Dieses Ziel wird euer Können testen. Zack dich. Ich komme sofort, wenn man weiß, wo er ist. Ach, auf der anderen Seite hier. Scheinbar. Bei mir. Ach, ein großer Otter. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Schneller, flieg. Noch ist es nicht, der Endboss. Also noch ist das nicht schlimm. Noch gibt's keinen Erfolg. Zum Glück. Der hat sich auf mich eingeschossen, der Arsch. Irgendetwas hat diese Kreaturen verärgert. Ihr müsst sie abwehren, bevor sie Schaden anrichten können. Der hat mich ausgewählt und ist dann auf mich raufgesprungen. Ja, ich hab's gesehen.
Ich bin gerade noch so von dir weggekommen, sonst hätt's mich wahrscheinlich auch mit zerfetzt. Oh, guck mal, das sind diese Fuchsis. Ja, die sind voll süß. Na, wo sind die nächsten? Bin ich bei mir 100%. Ja, das ist wahrscheinlich nur ein Anzeigefehler. Das haben wir oft bei diesen Dingern hier. Ups. Den wollte ich nicht angreifen. Ich hab alle rennen weg. Ja, bei diesen Anzeigefehler, dass das mit 100% nicht ordentlich angezeigt wird, auch. Hatte ich auch im Schlund ganz oft. Schnell, jetzt tötet so. Diese Kreaturen, damit wir ihre Ressourcen einsammeln können. Ich bin welche? Ja schon am Ressourcen einsammeln. Ja, ich komme gar nicht hinterher. Du musst einfach nur auf den Kompass gucken. Ja, ich muss trotzdem zwischendurch noch Kühe schneiden. Nee, weil Chrissy sagt welche. Ach so. Oben auf der Minimap. Da wird es mir ja eben nicht angezeigt. Das war ja das Problem. Nee. Da habe ich gerade schon wieder gesehen, wie das Leben abgesackt ist. Stört, da kommt ein Northwind. Ach, wie kommst du denn da drauf? Da ist ein riesengroßer Drache. Der Elite. Oh Gott. Oha! Ausgehungerter Protodrache. Ja. Und keiner greift ihn an. Naja. Wie viel Leben hat das Vieh? Naja, 429k, das geht eigentlich noch. Findet das Wildtier, das sich in dieser Region herumtreibt, und tötet es. Sumak. Wir können seine Ressourcen gut gebrauchen. Das war der Drache jetzt gerade? Nee. Nein. Der hieß ausgehungerter Protodrache. Ach, der stürmt mit Sicherheit auch wieder. Wir nähern uns dem Ende der Jagd. Blas jetzt hab ich's. Das Horn, um es den anderen Jägern mitzuteilen. Wo sind die Jägerin? Ach, da hinten müssen wir jetzt hinfliegen. Jetzt habe ich den Erfolg bekommen. Das war gut. Oh, schon abgeschlossen. Für einen Zweibeiner. Diese Gegend muss ich jetzt erholen. Aber ja. Es gibt noch mehr Jagdgründe. Die Shikar werden welche ausfindig machen. Gibt schön zu verkaufen. Jetzt keine krasse Beute, aber immerhin. Ja, cool. Das haben wir jetzt geschafft. Juhu. Beide auch den Erfolg, den ich bekommen. Ja. Sehr schön. Dann können wir jetzt... Ja, zur Hauptquest, ne? Ja. Würde ich mal sagen. Achso, das ist das mit den Touren. Ja. Dann muss ich kurz nochmal aufladen. Ich auch. Ich gehe mal verkaufen. Ich gehe mal verkaufen, setze dich auf ein neues Reittier. Ja.
Lebt wohl. Und wir sind bei 35 Minuten. Dann, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ciao. Tschüss. Ciao.